Zum Tragen. Der TA30C Max bietet Nextorch auch ein richtig geniales Gürtelholster. Es nennt sich V51 und ist separat erhältlich. Ja, das ist fast schon etwas overengineert. Wenn die Lampe hat, einsetzen, rein, fertig. Es gibt an der Seite einen Riegel, damit sichert man das Ganze. Dann geht die Lampe auch nicht mehr raus. Den wir lösen. Jetzt kann es sein, dass sich das hier vorne so ein bisschen verklemmt. Das ist ein bisschen doof, aber man kann einfach ein bisschen gegen die Lampe gegendrücken, dann entriegelt das und dann kann man es auch wieder rausnehmen. Ist also so ganz gut brauchbar. Ist ein recht universales Holster, geht also auch für etwas kleinere Lampen noch ganz gut. Dafür gibt es auf der anderen Seite so eine kleine Verstellschraube. Darüber lässt sich dann die Breite von dieser Halteklammer einstellen. Und ansonsten zur Befestigung am Gürtel gibt es hier hinten diese große Schlaufe, Lasche, wie auch immer. Die lässt sich hier unten entriegeln und bietet dann halt noch eine zusätzliche Breitenverstellung, falls man einen schmalen oder breiten Gürtel hat, damit auch nichts wackelt. Und dann verriegelt das einfach wieder. Der Schlitz in der Mitte, der ist dafür da, dass man das Ganze auch an einem Molle-System tragen kann. Also schon recht durchdacht das Ganze. Unten ist das Holster offen. Hat man die Lampe angelassen, dann schmilzt es erstmal nicht den Kunststoff weg. Das andere ist, dass man die Lampe dadurch auch freihändig bedienen kann oder nutzen kann. Dafür zieht man oben diese Riegel raus. Und dann lässt sich die Lampe 360 Grad in 16 Stufen verdrehen. Und in der gewünschten Stufe kann man es auch wieder verriegeln. Dann sitzt es fest. Und so kann man die halt am Gürtel tragen und leuchtet freihändig nach vorne. Und als letzte richtig geniale Sache, wenn man es unbedingt braucht, kann man diesen Riegel auch noch ein Stück nach vorne ziehen. Dann entriegelt man das Ganze von dieser Adapterplatte, die dann am Gürtel bleibt. Ansonsten, ja, trägt ein bisschen dick auf manchmal, aber ich glaube, das kann man verkraften. Ist ja nicht das Einzige, was man am Gürtel hat. Von daher, echt geniales Teil.